Hey meine Lieben, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es mal um ein sehr, sehr spannendes Thema und auch etwas, das mir sehr, sehr am Herzen liegt. Denn es hat mit meiner Katze zu tun, die vor 2 Jahren Krebs hatte und Gott sei Dank überlebt hat und mir aufgezeigt hat, durch ihren Krebs, wie ungesund Milch ist. Wie genau der Zusammenhang zwischen Katze, Milch und Krebs sich dann in der Realität für mich dargestellt hat und welche Studien es aktuell zu dem Thema Krebs und Milch im Zusammenhang gibt, das möchte ich euch heute berichten. Also bleibt dran, meine Lieben. Vor genau 2 Jahren bekam ich die Schockdiagnose: Krebs. Nicht ich, aber meine Katze. Und wer mich kennt, der weiß, dass alles, was meiner Katze widerfährt, genauso schlimm ist, als ob es mir widerfährt. Ich bin also zum Arzt hin, habe ihm diese Knubbel gezeigt, unten an der Leiste, und meinte, was ist das? Er sagt, Krebs, müssen wir operieren. Woher kommt das? Ach, weiß man nicht. So wie, aber da muss doch irgendetwas dran schuld sein. Man kann doch nicht einfach so Krebs, das fällt doch nicht vom Himmel. Meine Katze hatte das auch, erzählte mir dann der Arzt. Und die ist am Gehirntumor gestorben. Und ich habe alles gemacht, also da kann man nichts tun. Es gibt keine Heilung. Man weiß nicht, woher es kommt. Mit diesen Worten wurde ich dann nach Hause entlassen. Ich ließ meine Katze 2-mal operieren, um diese Knubbel loszuwerden. Und es hat mir jedes Mal das Herz innerlich zerrissen, meine Katze leiden zu sehen. Ich zeige euch mal ein Bild. Guckt euch mal diese süße Maus an, ihrem roten Strampler. Und so lag sie dann eine Woche im Tierkrankenhaus. Und ich habe sie jeden Abend besucht und geschmust, damit sie bloß durchhält und gesund wird. Gott sei Dank hat sie es geschafft. Sie lebt nach wie vor, sie ist glücklich. Und ich habe ihre komplette Ernährung umgestellt. Denn nach der Schockdiagnose habe ich erstmal angefangen, auf eigene Faust zu recherchieren. Und da bin ich auf ein paar interessante Zusammenhänge gestoßen, die ich euch nicht länger vorenthalten möchte. Denn Cassie hatte bis dato immer jeden Tag ein Glas Milch getrunken. Jeden Tag. Während ich 1 Liter Milch getrunken habe. Wir beide haben quasi denselben Lebensstil. Sie bekam ihr ganz normales Dosenfutter, Trockenfutter, nicht immer das teuerste, sondern die ganz normalen Mainstream-Katzenfutter-Snacks. Und ich habe genau das gleiche wie sie, Mainstream-Menschenfutter gegessen. Ja, ich war mir gar nicht bewusst, wie schlimm das Katzenfutter wirklich ist. Und wollte ihr immer eine Freude machen, indem ich ihr dann immer schön einen Napf mit leckerer, laktosefreier Milch gefüllt habe. Und ich selbst natürlich auch. Jeden Morgen Latte Macchiato mit laktosefreier Milch. Jeden Nachmittag einen großen Latte Macchiato mit laktosefreier Milch. Danach noch ein Müsli mit laktosefreier Milch. Und also ich hatte locker 1 Liter Milch immer intus. Immer. Täglich. Und sie, ihr Schälchen. Ja, alles, was sie zu sich genommen hat, habe ich daraufhin bei Google eingegeben und geguckt, was macht Krebs. Was könnte Krebs verursachen? Und bei einer Sache bin ich auf so eklatante Zusammenhänge gestoßen, dass ich sofort beschlossen habe, dass esse ich nie wieder und sie erst recht nicht. Milch. Milch und Milchprodukte. Es gibt mehrere Studien, die das sogar wissenschaftlich fundiert untersucht haben und die nicht nur mich, sondern auch bestimmt ganz viele andere da draußen schon inspiriert haben, auf Alternativen umzusteigen. Vielleicht hast du davon noch nicht gehört. Vielleicht bist du einfach so auf Sojamilch umgestiegen und weißt gar nicht warum. Aber dass du einen guten Grund hast, umzusteigen, und lieber heute als morgen, das werde ich dir jetzt mit den folgenden 5 Studien belegen. Also, schießen wir mal los! Ah. 75.000 Frauen wurden 12 Jahre lang von der Harvard-Universität untersucht. Und dabei kam heraus, dass der Effekt von Milch auf die Knochen sehr negativ ist. Diese Frauen hatten eine ganz, ganz starke Neigung dazu, Osteoporose zu entwickeln, je mehr Milch sie tranken.
Obwohl doch die Milch eigentlich so viel Kalzium für die Knochen enthält, hat sie also genau das Gegenteil bewirkt, nämlich poröse Knochen erstellt. Wie ist das wissenschaftlich zu erklären? Dazu sagt das Harvard-Institut oder die Harvard-Universität, dass die Übersäuerung des Körpers durch die Milch stattfindet und zur Neutralisation dieser Säuren, die ja auch Bestandteil der Milch sind, wird wiederum Kalzium aus den Knochen entzogen. Also zu sagen, das Kalzium in der Milch sei besonders wichtig für den Knochenaufbau, ist in diesem Fall nicht richtig. Das hat die Harvard-Universität eindeutig belegen können. Verbessern ließ sich die Knochendichte dagegen durch die Aufnahme von Kalzium aus Gemüse. Denn die Ausbeute liegt bei zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl oder Blattsalaten zwischen 40 und 60%, während das bei der Milch nur bei 30% liegt. Weiter geht's, denn die Harvard-Universität hat auch eine Untersuchung mit 20.000 männlichen Teilnehmern geführt und dort wurde dann festgestellt, diejenigen, die mindestens zweimal täglich Milch konsumieren, haben ein 34% höheres Risiko an Prostatakrebs zu erkranken. Ja, wenn das mal nicht ein wirklich gestiegenes Risiko ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Weiter geht's mit Professor Dr. Bodo C. Mölnick der Universität in Osnabrück. Der hat sich ganz genau mit den Aminosäuren der Milch beschäftigt und dabei Folgendes festgestellt. Ich hole mal diese Grafik herein. Ihr seht, da oben ist das Milcheiweiß und das spaltet sich auf in Leucin und Aminosäuren. Und das Leucin, das regt in der Bauchspeicheldrüse die Produktion von Insulin an. Insulin in Verbindung mit IGF-1, das sind die Aminosäuren werden in der Leber zu IGF-1 umgewandelt. Und Leucin wiederum aktiviert das Wachstumshormon mTORC1. Und mTORC1 sagt dann der Zelle, wachse, wachse, wachse. Tja, das macht bei Kindern Sinn, deswegen kriegen ja auch Babys Milch, damit die Hormone quasi die Zellen anregen zu wachsen. Aber noch nicht mehr beim Erwachsenen, wir sind doch schon groß. Und wenn man dann ständig die Zellen auffordert, wachse, 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 ja, dann passieren halt Fehler bei der Zellteilung. Und vielleicht ist so auch dann der Zusammenhang mit dem unkontrollierten Krebs wuchern zu sehen. Das ist auf jeden Fall seine Theorie. Und er sagt auch, dass sich da nicht nur Krebsrisiko erhöht, sondern auch Übergewicht, Diabetes, Akne, alles Dinge, die halt eigentlich nur durch die Milchproteine ausgelöst werden können, sagt er. Weiter sagt er, warum das gerade bei Milch so ist und nicht jetzt bei Fleisch, denn Fleisch hat ja auch Eiweiße, steht ja auch daraus. Warum ist das bei Fleisch nicht und bei Milch schon? Da sagt er, der glykämische Index, lasst mich nochmal schauen. Insulinämische Index, Entschuldigung, der insulinämische Index liegt bei Milch bei 100, also es wird total schnell abgebaut, während das bei Fleisch bei nur 50 liegt. Milcheiweiß ist somit ein insulinotropes, uiuiui, mTORC1 aktivierendes Signaleiweiß ist, wohingegen Fleisch und Fisch Struktureiweiße sind, die eine viel geringere mTORC1-Aktivierung hervorrufen. Habt ihr verstanden? Wenn nicht, lest es nochmal nach. Alle Studien werde ich nochmal unten in der Beschreibung verlinken. Weiter sagt er, Milch ist halt wirklich wichtig gewesen in der Evolution, das in der frühkindlichen Entwicklungsphase nötig und sinnvoll ist, aber nicht mehr im späteren Lebensalter. Und das macht auch Sinn, denn es gibt auch andere Studien, die belegen, dass die, wie heißt das, Laktosespaltung, je älter man wird, umso mehr abnimmt. Laktose ist ja der Milchzucker und klar, dass Kinder den besser verwerten können, denn die sind ja auch darauf angelegt, Milch zu trinken, während das bei älteren Menschen nicht mehr der Fall ist. Und somit steigert sich auch die Laktoseunverträglichkeit, je älter man wird. Akne und wenn ich dann im Freibad war, habe ich mich immer ein bisschen geschämt, wenn ich dann rückenfrei gewesen bin. Auch Kleider wollte ich nie rückenfrei tragen. Ich fand das immer widerlich, wenn man dann auf so dicke, fette
Pickel guckt. Und die sind nicht weggegangen. Ich wollte natürlich auch keine Chemiepampe mir drauf schmieren, sondern habe gesagt, irgendwann muss das ja mal aufhören. Ich hielt das für eine nachpubertäre Geschichte. Kaum habe ich dann vor 2 Jahren, nach dem Krebs meiner süßen Katze, mit Milchkonsum aufgehört, da stellte sich auch die Akne ein. Und genau diesen Zusammenhang zwischen Milch und Akne, den will auch eine italienische Forschergruppe herausgefunden haben. In ihrer Umfrage befragten sie 205 Patienten zwischen 10 und 24 Jahren, die an mittelschwere oder schwere Akne litten. Und als Kontrollgruppe hatten sie dann 58 Patienten mit leichter oder ohne Akne. Heraus kam, dass diejenigen, die pro Woche 1 bis 3 Portionen Milch zu sich nehmen, bereits um ein fast doppelt so hohes Akne-Risiko litten. Was ist dann erst mit denen, die pro Tag 3 Portionen Milch zu sich nehmen? Latte Macchiato, Müsli, Joghurt? Kommen wir zur letzten Studie aus Schweden, Uppsala. Dort hat Karl Michaelsen von der Universität Uppsala herausgefunden, dass die im Milchzucker enthaltene Galaktose das Fraktur- und Sterberisiko im Alter erhöhen kann. Zunächst einmal gab es ein Mäuseexperiment, bei dem den Mäusen halt Galaktose zugeführt wurde. Es kam heraus, dass die subkutane, das heißt unter die Haut gegebene, ich vermute mal gespritzte Gabe von 100 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht Galaktose den Alterungsprozess stark beschleunigt hat. Das würde bei Menschen 1 bis 2 Liter Milch pro Tag entsprechen. Eine kleine Menge, die schon früh zum Altern führt. Und wer möchte denn von uns Damen Falten haben? Oh mein Gott! Bin froh, dass ich keine Milch mehr trinke. Um diese These zu untermauern, hat er außerdem die schwedische Langzeituntersuchung analysiert. Die nennt sich die schwedische Mammographie-Kohorte, bei der 61.533 Frauen im Alter von 39 bis 74 Jahren befragt wurden, nachdem sie eine Mammographie durchgeführt haben. Und zwar auch hinsichtlich ihrer Ernährungsgewohnheiten, unterschieden zwischen Milch und vergärte Milchprodukte wie Joghurt und so weiter, die ja viel, viel weniger Laktose und damit auch Galaktose enthalten. Heraus kam, dass Frauen, die 3 oder mehr Gläser Milch am Tag trinken, die hatten nach den Berechnungen von dem Herrn Michaelsen ein um 93% erhöhtes Sterberisiko. Eindeutiger geht's doch gar nicht. Und das Frakturrisiko war bei den Frauen ebenfalls erhöht. Für jedes Glas Milch, das sie täglich zu sich nahmen, stieg dieses Risiko um 2%. Für die Hüftfrakturen lag das bei 9% für jedes Glas Milch. Männer haben ja insgesamt weniger Osteoporose, bei denen ist das anders. Die hatten eine Gesamtsterblichkeit, also bei denen stieg das Risiko der Gesamtsterblichkeit um 3% pro Glas Milch. Das heißt, je mehr Milch sie tranken, umso schneller starben sie, wenn man es mal vereinfacht ausdrücken will. Bei fermentierten Milchprodukten war das jedoch nicht so. Dadurch, dass sie vermutlich weniger Galaktose enthalten, hatten die auch keinen so hohen Einfluss auf das Sterblichkeitsrisiko. Weiter hat er auch noch den Metaboliten 8-ISO-PGF-2 untersucht bei 5022 Frauen und 1138 Männern, indem er deren Harnprobe untersucht hat. Was ist das für ein Metabolit? Der gilt als Biomarker für oxidativen Stress. Je mehr Milch diese Leute tranken, umso mehr fand er von diesem Biomarker im Urin. Ganz klar im Zusammenhang, dass Milch den oxidativen Stress fördert und damit auch das Immunsystem schwächt. Bei Männern konnte zudem auch noch der Entzündungsmarker Interleukin 6 im Blut erhöht festgestellt werden. Trotzdem sagt er natürlich, seine Studie ist ja verfrüht, schließlich kann man das nicht hundertprozentig sagen, aber weiterhin einen hohen Milchkonsum zur Vorbeugung von Osteoporose zu empfehlen, das sollte man doch besser sein lassen, rät er. Ihr seht, es gibt einige Studien,
Ich hoffe, ich konnte euch nochmal zum Nachdenken bewegen, auch mal selbst zu recherchieren. Schaut euch einfach mal an, beschäftigt euch mit wirklich wissenschaftlichen Studien, die Hand und Fuß haben, nicht irgendwelchen Meinungsumfragen, nein, bitte mit echten. Und bedenkt auch, früher die Milch, wenn ihr sagt, ja, meine Oma hat immer Milch getrunken, die ist 110 Jahre alt geworden. Ja, aber früher haben die Kühe es auch gut gehabt, die standen auf der Wiese, die haben gesund gegessen, nämlich Gras, die haben Sonne abbekommen, Vitamin D produziert, die waren gesund. Und deren Milch wurde auch nicht gekocht, also pasteurisiert. Nein, die Milch wurde frisch von der Kuh getrunken. Heutzutage wird jede Milch in einer riesen Anlage pasteurisiert und um die Anlagen zu reinigen, da wird natürlich Chemie benutzt. Und diese Chemierückstände, die sind auch in jeder pasteurisierten Milch zu finden. Vielleicht in kleinen Mengen, aber immer wieder diese kleinen Mengen Gift, das kann doch nicht gut sein. Wenn ihr unbedingt Milch trinken wollt, stellt euch eine Kuh auf die Wiese, füttert die mit leckerem Gras, lasst die Sonne scheinen. Und dann kann das vielleicht auch gut gehen, 110 Jahre wie bei eurer Oma. Hättet ihr gedacht, dass jedes Jahr der Deutsche 52 Kilogramm Milch verzehrt und 24 Kilogramm Käse, 17 Kilogramm Joghurt sowie 6 Kilogramm Butter? Und dann, dass in Deutschland 4,217 Millionen Milchkühe leben? Und das nicht besonders doll, weil sie denen jedes Jahr die Babys wegnehmen, damit die wieder Milch produzieren für uns und die Babys werden geschlachtet. Das finde ich nicht toll. Der Markt beläuft sich auf 22 Milliarden Umsatz. Eine Riesenwirtschaft. Kein Wunder, dass da keiner Interesse hat, uns mit den aktuellsten Studien zu versorgen. So, meine Lieben. Ich denke mal, jetzt habt ihr ganz, ganz viele Informationen gehört. Die müssen erstmal sacken. Und ihr könnt alles unten nochmal anklicken in der Beschreibung. Da sind alle Links. Ihr könnt es nachlesen in Ruhe. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Sehr gespannt. Dann haltet mich mal auf dem Laufenden, wie ihr das seht. Habt ihr vielleicht andere Studien? Bitte einfach unten reinschreiben. Denn ich glaube, dieses Thema beschäftigt alle. Da kann man gar nicht genug zu informiert werden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Macht's gut und bleibt gesund!